Flux FM in digitaler Gesellschaft. Kein Wie geht's oder schön hier zu sein. Ein kurzes Hallo muss reichen heute. Wir müssen nochmal sprechen, langsam nervt's ja fast schon, über das Thema Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten uns ja schon gefreut vor gar nicht allzu langer Zeit, dass das Thema vom Tisch ist, dass die EU festgestellt hat, das ist mit den Rechten der Bürger und Bürgerinnen, die wir verbrieft haben, nicht vereinbar. Wir müssen diese Vorratsdatenspeicherung, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung stoppen und beenden. Und jetzt steht aber ein nächster Anlauf, das Ganze wieder salonfähig zu machen, kurz bevor. Ein vertraulich eingestuftes Papier des EU-Ministerrats ist geleakt worden. Und in diesem geht es plötzlich darum, dem Thema gegenüber noch wieder ein bisschen offener nachzudenken. Eine Mindmap wird da skizziert, die quasi die Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür unter Umständen wieder zurückbringen könnte. Genau. In die Gesetzgebung. Mehr weiß eben Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Nochmal kurz ein Abriss. Worum ging es bei der Vorratsdatenspeicherung gleich zu Beginn? Welche Anläufe gab es in Deutschland bisher? Und woran sind die gescheitert? Ich habe es ja ein bisschen schon versucht zu erklären. Genau, Vorratsdatenspeicherung, ich glaube, das weiß man auch mittlerweile, aber vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Es geht um die Protokollierung von Eckdaten aus der Telekommunikation. Also wenn man das Handy benutzt, wenn man telefoniert, eine SMS schreibt, wenn man ins Internet geht, dann wird der Umstand, dass man das tut, wann man es tut, mit wem man kommuniziert und wie lange und wo man sich dort befindet, festgehalten über mehrere Wochen. Und auf diese Daten können dann Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel zugreifen, um, so steht es im Gesetz, schwere Kriminalität zu verhindern. Das ist das, was man so unter Vorratsdatenspeicherung versteht. Jetzt habe ich ja auch schon erwähnt, dass die europäischen Gerichte dem Ganzen ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen haben. Was waren da die Bedenken? Warum hat es die Vorratsdatenspeicherung bisher zumindest nicht geschafft in die Gesetzgebung der Europäischen Union? Ja, es gab zwei ganz wichtige Urteile vom Europäischen Gerichtshof. Einmal 2014, da ging es um eine europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, es ist eine Art europäisches Gesetz, was den Mitgliedstaaten vorschreibt, ihr führt jetzt hier mal eine Vorratsdatenspeicherung mit diesen und jenen Features ein. Und da hat eben 2014 schon der EuGH gesagt, das geht so nicht. Gründe können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Und jetzt Ende 2016 hat er das Gleiche auch nochmal gesagt für zwei nationale Gesetze, also mitgliedstaatliche Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, wir haben jetzt also quasi EuGH-Rechtsprechung für Vorratsdatenspeicherungsgesetze auf EU-Ebene und auf mitgliedstaatlicher Ebene. Und auf beiden Ebenen hat der klipp und klar gesagt, anlasslos, das geht nicht. Ja, und dann haben wir uns gefreut. Ja. Ne? Und ich vor allen Dingen, weil ich dachte, geil, nie wieder über Vorratsdatenspeicherung sprechen müssen. Dieses Thema verfolgt mich ja schon in mein Privatleben hinein. Also das sowieso, ja, also auf einer anderen Ebene. Aber du weißt, was ich meine. Jetzt ist es aber so, dass wir nochmal drüber sprechen müssen. Warum? Was steht in diesem geleakten Papier drin? Wer hat dieses Papier verfasst? Und warum ist das interessant jetzt nochmal? Ja, das ist ein Papier, das kommt aus dem EU-Ministerrat. Der Ministerrat, das ist so die Vertretung der einzelnen Mitgliedstaaten. Da sitzen die Regierungen der verschiedenen Mitgliedstaaten drin und das ist eine von den drei Kammern der EU, die an der Gesetzgebung bei der EU beteiligt sind. So, und diese Kammer denkt jetzt relativ laut darüber nach, was können wir denn eigentlich machen, um entgegen der Rechtsprechung des EuGH, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Ja, also denen ist schon vollkommen klar, dass es die Rechtsprechung gibt und dass die halt ein ziemlicher Brocken ist. Die wird da ausdrücklich auch als problematisch bezeichnet in diesem Papier. Nicht wahr? Also eben für dieses Ziel, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Und zwar, woran stößt man sich da vor allen Dingen? Also es ist, der EuGH hat damals gesagt, eine Vorratsdatenspeicherung ist ein ganz, ganz tiefer Eingriff in die Grundrechte auf Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten. Also muss sie auf das absolut Notwendige beschränkt sein. Ja. So, und das bedeutet eben, auf das absolut Notwendige beschränkt. Man muss sie einschränken auf bestimmte Personengruppen. Zeitlich muss man sie einschränken, räumlich muss man sie einschränken. Es muss einen konkreten Anlass geben. Aber das, was wir so unter Vorratsdatenspeicherung verstehen, nämlich einfach anlasslos, alle Eckdaten aus der Telekommunikation werden über mehrere Wochen oder Monate hinweg gespeichert. Und dann kann die Polizei darauf zugreifen, wenn sie glaubt, sie braucht die. Das geht eben nicht. Ja. So, und jetzt überlegt man, was könnte man denn dann machen, um dieses Ziel trotzdem zu erreichen, eigentlich faktisch flächendeckend auf solche Telekommunikationsdaten zugreifen zu können. Und da werden jetzt so einige Überlegungen angedeutet. Und dann werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, Leute, bis zum 4. September, macht ihr euch doch zu diesen Fragen auch mal Gedanken und sagt uns mal, wie wir jetzt am besten das ganze Ding aushebeln. Ja, und das ist eigentlich das Brisante, kann man sagen, oder? Ja. Ich meine, wenn der Europäische Gerichtshof sagt, passt mal auf, liebe Bürger und Bürgerinnen, wir haben euch nicht vergessen, wir wollen eure Rechte stärken und haben festgestellt, Vorratsdatenspeicherung greift in eure Rechte ein. Außerdem ist sie auch kein geeignetes Tool, das hatten wir auch schon, um unbedingt Kriminalität zu bekämpfen, denn der Heuhaufen wird größer, indem man nach der Nadel sucht. Ne? Das Bild ist ja auch schon des Öfteren bemüht worden. Also
ist ja eigentlich erstmal alles gut. Und dann kommen aber die Regierungen und sagen, ja, es gibt zwar diese Rechtsprechung, aber wir haben da bestimmt ein paar intelligente, kreative Köpfe im Umfeld, die es schaffen, eben unseren Willen durchzusetzen, trotz dieser Gesetzgebung. Ja, problematisch finde ich eigentlich, ist diese gesamte Zielrichtung. Ja. Also wenn man jetzt mal 3 Schritte zurückgeht so, und die EuGH-Rechtsprechung sich mal so in der Gesamtheit anguckt, ja, dann könnte man sagen, was die gesagt haben ist, Leute, ihr könnt nicht ohne Anlass das Telekommunikationsverhalten, ja, von 500 Millionen Europäern überwachen. Es geht einfach nicht. Das ist nicht mit den Grundrechten zu, ja, machen. Ja. So, und anstatt eben zu sagen, okay, das ist an sich eine Idee, die in die falsche Richtung geht. Wir lassen das jetzt mal. Mhm. Sagen eben jetzt die Staaten, ja gut, aber wie können wir denn jetzt sozusagen die Grundrechte bis an die alleräußerste Grenze des gerade eben noch höchstrichterlich Erlaubten aushöhlen, um dann trotzdem noch dieses Instrument der Vorratsdatenspeicherung zu bekommen? Und das, finde ich, zeigt doch eine sehr eigentümliche Haltung zu den Grundrechten. Also es geht nicht mehr um Grundrechte so als Freiheitsräume, ja, die, ja, man verteidigen muss, sondern es geht eigentlich um Grundrechte als lästige Hürden, ja, für das, was man als Staat nämlich eigentlich will. Ja, und als sein Grundrechte der Feind der, genau, kriminellen Aufklärung oder der Aufklärung von Kriminaltaten. Das, ja, ist ja eben de facto, genau, nicht der Fall. Genau, und so wirkt das ein bisschen. Das ist, so, finde ich, so ein bisschen der fatale Geist, der auch, mhm, in diesem Papier drin steht. Mhm. Ja. Jetzt kann man eine Aufforderung doch nochmal über Alternativen zum Thema Vorratsdatenspeicherung nachzudenken. Der, mhm, kann man ja auch, die kann man auch ignorieren und sagen, der EuGH hat da recht gesprochen, ich brauche da nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Wie reagieren jetzt die Leute, die quasi aufgefordert wurden von den Esten im Ratsvorsitz? Ja, das sind ja die Regierungen der Mitgliedstaaten der EU. Ja. Das wird man jetzt sehen. Die haben bis zum 4. September jetzt halt Zeit. Und wie gesagt, die estnische Ratspräsidentschaft hat ja auch die Überlegungen schon in eine gewisse Richtung gelenkt. Denn, mhm, momentan arbeitet man in der EU, also es läuft gerade ein Gesetzgebungsverfahren für sozusagen eine Neuauflage des Datenschutzes bei Telekommunikation oder generell bei elektronischer Kommunikation. Mhm. Das ist die sogenannte E-Privacy-Verordnung. Bisher gibt es die als Richtlinie. Und diese Richtlinie ist doch relativ wichtig, weil die eigentlich sozusagen die Brücke bildet zwischen den europäischen Grundrechten und mitgliedstaatlichen Gesetzen zur Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Also nur weil es eine ganz bestimmte Bestimmung in der bisherigen Richtlinie, dieser E-Privacy-Richtlinie gibt, ist es überhaupt so, dass die europäischen Grundrechte auf diese mitgliedstaatlichen Gesetze anwendbar sind. Mhm. So, und jetzt gibt es eben Überlegungen, aha, wenn wir die jetzt sowieso neu machen, und wir machen jetzt eine Verordnung draus, ist vielleicht nicht so wichtig, aber jedenfalls, wir machen eine Neuauflage von dieser E-Privacy-Gesetzgebung. Und dann ist jetzt die Überlegung, wie könnten wir die denn machen, sodass wir noch sozusagen maximal an diese Vorratsdaten, mhm, rankommen. Und auch das zeigt ja so, man sucht eigentlich nach Wegen, um die Rechtsprechung des EuGH so ein bisschen zu umgehen. Mhm, ja. Ja, gleichzeitig wird auch gesagt, so, und im Übrigen, wenn diese neue Gesetzgebung kommt, ja, dann überlegt doch mal, es fallen ja jede Menge Daten bei diesen Anbietern sowieso an, also bei den Telekommunikationsanbietern, aber eben auch bei so Messenger-Anbietern, ja, WhatsApp oder so. Ja. Und dann überlegt doch bitte, macht ihr doch bitte mal Vorschläge, liebe Mitgliedstaaten, wie wir an diese Daten möglichst gut rankommen. Ja, aber es ist auch ein bisschen so wie, also mich erinnert das Verhalten an so ein Vorschulkind, so ein bisschen, dem man sagt, pass mal auf, das und das sind die Regeln. Und dann wird aber immer wieder versucht, rauszufinden, wo die Regeln ihre Grenzen haben und wo man über diese Grenzen vielleicht auch hinwegschießen kann. Der Unterschied ist halt, dass das, was Vorschulkinder tun, selten Effekte hat für, ja, 500 Millionen Menschen in Europa. Das, ja, so, und das ist aber in der Tat die große Gefahr bei dieser Geschichte dann doch, dass diese Vorschläge zur Nachbearbeitung von bestehenden Gesetzen, dass die ernst genommen werden, auch in anderen EU-Mitgliedstaaten, und dass da wirklich auch ernsthaft an Wegen gearbeitet wird, um diese Rechtsprechung quasi zu sabotieren. Ja, also ich meine, auf europäischer Ebene muss man sagen, haben wir in Anführungsstrichen insoweit Glück, als dass das sogenannte Initiativrecht bei der EU-Kommission liegt. Mhm. Initiativrecht heißt, nur die EU-Kommission kann ein Gesetzgebungsverfahren, ja, anstoßen. Die müssen nämlich erstmal einen konkreten Vorschlag präsentieren. Das kann die Esten auch nicht, wenn sie im Rat sitzen. Genau, das kann der Rat nicht, ja, auf europäischer Ebene, und eben auch die Ratspräsidentschaft nicht. Aber die können natürlich zum Beispiel die Kommission auffordern, das zu tun. Und, ja, da kann man sich relativ sicher sein, dass das passieren wird. Und wie die Kommission dann reagieren wird, na, das wird man sehen. Also bisher haben die sich eigentlich, wenn es um mitgliedstaatliche Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung ging, immer vornehm zurückgehalten, zum Beispiel also auch bei dem deutschen Gesetz. Dann haben sie gesagt, ja, das verstößt schon eigentlich gegen Europarecht, aber wir sagen jetzt mal nichts dagegen, weil, ja, das ist so eine Sache, wir finden, das sollten die Mitgliedstaaten mal selber unter sich ausmachen. Ja. So, und wenn es jetzt so ist, dass die Mitgliedstaaten eben in Gestalt des Rates zur Kommission kommen und sagen, so, wir haben uns hier gemeinsam mal was überlegt, dann ist die Gefahr natürlich relativ groß, dass die Kommission dann sagt, naja, dann, wenn ihr euch jetzt hier geeinigt habt, wunderbar, dann machen wir doch jetzt mal einen Vorschlag. Mhm. Also das heißt, es ist keineswegs so, dass man sagen kann, ja, das sind jetzt irgendwelche Gedankenspiele im Rat oder so, sondern das
kann sich ganz schnell, ganz konkret auswachsen. Ja, und das ist ja auch der Grund dafür, warum dieses Papier geleakt wurde, weil die Kollegen und Kolleginnen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, von StateMap heißen die, glaube ich. State Watch, Entschuldigung. Die haben festgestellt, hier werden unter Umständen Gesetzgebungen torpediert. Das ist ein Papier, das wir veröffentlichen müssen und deswegen sprechen wir überhaupt drüber, weil Leute in England gesagt haben, wir müssen diese Informationen in die Welt hinaus transportieren. Genau, das machen Statewatch häufiger mit Papieren aus dem Bereich der EU und eben auch dankenswerterweise, weil man auf die Art und Weise dann eben immer wieder die Möglichkeit hat, auch Dinge öffentlich zu diskutieren, die sonst eben eigentlich unter Verschluss bleiben würden und die man dann erst zu Gesicht bekommt, wenn es zu spät ist. Jetzt sind die Flux FM-Hörer wieder ein bisschen vorneweg mit ihren Informationen. Die wissen jetzt Bescheid über diese Problematik. Was macht man als Otto-Normalbürgerin? Den habe ich neu erfunden, aber die gibt's. Knickknack. Was macht man da? Ist es wieder mal gut, vielleicht seinem EU-Abgeordneten einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, den anzurufen? Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, muss man sagen, weil die Abgeordneten... Die wissen ja immer noch gar nicht, was es da geht. Ja, genau. Also was die Esten, verstehe ich nicht. Ja, die sitzen ja im Parlament und das Parlament wird eben erst dann beteiligt an der eigentlichen Gesetzgebung, wenn denn tatsächlich ein konkreter Vorschlag der Kommission vorliegt. Das heißt, im Moment heißt es einfach nur... Also in Obacht bleiben, sich nicht in Sicherheit wiegen, sondern eben diesen Vorgang weiter beobachten, sich eben darüber im Klaren sein, dass tatsächlich diese Pläne immer noch laufen, obwohl wir noch und nöcher, muss man wirklich sagen, Rechtsprechung haben, die klipp und klar sagt, diese Art von Vorratsdatenspeicherung geht nicht. Ich würde es auch immer so verstehen, dass da eigentlich gesagt wird, naja, ihr könnt also so die Daten ab dem Zeitpunkt, wo ihr einen konkreten Verdacht für eine konkrete Person habt, da könnt ihr es machen und ansonsten eben nicht. Ja. Das wollen aber die meisten Mitgliedstaaten nicht. Dieses Verfahren nennt sich dann Quick Freeze, wollen die meisten nicht. Und die meisten wollen eben viele wollen eine Vorratsdatenspeicherung. Deswegen, also klar ist, dieses Ziel wird weiter verfolgt und man sollte eben möglichst achtsam sein, also solche Organisationen wie wir zum Beispiel, da möglichst schnell Alarm schlagen, wenn denn tatsächlich diese Pläne konkreter werden. Digitalegesellschaft.de ist die richtige Adresse für noch mehr Informationen zum Thema. Dort wird man dann auch darauf hingewiesen, was man machen kann, sobald was möglich ist, sobald Aktionen quasi auch gefragt sind. Bis hierhin heißt es erstmal Augen und Ohren offen halten, auch zum Thema Vorratsdatenspeicherung nach wie vor, denn es ist immer noch nicht vom Tisch. Den Esten sei Dank. So ist es. Ich danke dir, Volker Tripp, für dieses Update. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ihr könnt unser Gespräch auf fluxfm.de nachhören und dann irgendwie in den nächsten 24 Stunden ungefähr auch nochmal nachgucken. Auf YouTube. So sieht's aus. There's a camera in the room. Thank you, Volker. Bye, bye. Bye. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.